Ja, schönen guten Morgen, ich grüße euch. Ich möchte heute mal versuchen, hier in die Reva Rossi Baureihe 18 einen Decoder einzusetzen oder einzubauen. Mal gucken, wie sich das darstellt. Das Modell ist ja nicht ganz so super alt. Ich denke mal, das sollte hoffentlich irgendwie schmerzfrei funktionieren. Motor und so ein Zeug ist hier hinten im Tender versteckt. Aufzumachen geht die, meine ich, indem man hier hinten so ein Deckelchen abnimmt. Da sitzt auch eine kleine Schraube unten drunter, sehe ich. Da würde ich die mal ablösen und mal gucken, ob ich dann da an den Tender innen drin dran komme. Ja, die Schraube ist schon etwas länger, das ist schon mal gut. Sehen, ob sich da was abbewegt. Nein, da geht schon mal nichts ab. Wahrscheinlich noch irgendwo eine zweite Schraube. Ich unten mal gucken. Ja, sich sehr wahrscheinlich hier die Schraube ablösen. Bei der Deichsel. Hier unten befindet sich auch ein kleiner Stecker. Verbindung Lok-Tender. Den nehme ich auch mal raus. Upsi. So, dann werde ich jetzt mal hier diese Schraube lösen. Schauen, ob jetzt das Ding da oben abgeht. Ja, eventuell so eine kleine dicke Schraube hier. Gucken, ob die dafür zuständig ist. Gut, auf jeden Fall kann ich erstmal jetzt den Tender lösen. Also die Schraube hat also, so wie ich das sehe, wahrscheinlich nur die Deichsel festgehalten. Das war also nichts, was das Gehäuse vom Tender festhält. Mögliche Kandidaten wären auch hier unten diese beiden Schrauben. Aber nein, geht auch so ab. Ich habe es gerade gesehen. Zack. Das löst sich so ab. Ach nee, das fällt hier unten raus. Guck einmal an. Da geht dann raus. Ach du, was ist das denn, ey? Eideschlabubbel, ey. Okay. Also, was kommt da zum Vorschein? Ja, erstmal ein Motor mit Schwungmasse, was ja schon nicht schlecht ist. Aber dann wird das Ding angetrieben über einen Zahnriemen. Ach du, das habe ich auch nie gesehen, ey. Hier, guckt euch das mal an. Kraftübertragung geht mit dem Zahnriemen nach unten. Zumindest ist es nicht nur einfach ein Gummiring, sondern ein Zahnriemen. Der wird dann wenigstens nicht durchrutschen. Ach du grüne Neune, das ist ja interessant. Das habe ich noch nie gesehen, ey. Zahnriemen. Naja, super, ey. Okay, ja, dann hat das Ding auch hier eine achtpolige Schnittstelle, wie ihr seht, ne? Jo, puh, das ist ja sehr spannend. Ich habe natürlich keinen achtpoligen Decoder da, ist natürlich auch klar. Hehehe, super, ey. Ja, das ist dafür ein Arsch, ey. Natürlich. Ja, da muss ich mir erstmal kurz angucken, was ich da jetzt mache, was ich mir dazu einfallen lasse. Das ist ja total interessant. Licht hat das Gerät hinten auch keins. Zumindest ist hier keins drin, da wird aber immer was drin gewesen sein, vermute ich mal. Denn man sieht hier eine Aufnahme für eine Glühbirne. Hier oben ist eine, ein Gewinde drin. Denke mal, da wird irgendwie ein Blech gelaufen sein, was hier eine Glühbirne festgehalten hat. Hier oben sehe ich nämlich auch ein gelbes Kabel, was abgeknippt ist. Sprich, das war dann wahrscheinlich die Lichtverbindung kabelmäßig nach hinten. Ne? Das hat dann irgendein schlauer Fuchs abgekniffen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ne? Also da muss ich mir jetzt mal ein paar Gedanken machen, wie ich das mache. Dann ist ja sogar ein Kondensator drin, ein Mikrofarad. Ja, super. Na gut. Da mache ich mir kurz mal ein paar Gedanken und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt hier gerade mal diese Platine abgeschraubt. Die wird halt hier jeweils mit einer Schraube festgehalten, um mal zu gucken, wie das da drunter aussieht. Zum Vorschein kommen dann hier diese beiden Motorkontaktbleche, die dann hier an diesen Blechen
aufliegen. Ja, da geht der Strom halt zum Motor. So, jetzt will ich mir hier unten mal die Leiterbahn genauer angucken, weil ja, wie gesagt, der Vorbesitzer hier die gelbe Leitung einmal da abgezwickt hat, komischerweise. Da hat er sie auch nochmal abgezwickt. Ja, das muss ich mir jetzt mal, wie gesagt, genau angucken, was das soll, was da wie wohin läuft. Das ist ja schon mal sehr merkwürdig, ey. Warum die Leute immer das Licht aus den Loks rausschmeißen, ich verstehe das nicht. Was soll so ein Scheiß, ey? Oh Mann, ey. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da passiert. Alles sehr merkwürdig. So, also. Gelb. Ich mal gucken. Warte mal. Backlight, ja. Motor 1, das ist das Rücklicht. Rücklicht läuft da lang, da lang, da lang, da lang, auf den Pin. Da unten. Ja. Das stimmt schon mal, aber da. Saft. Wo kommt denn das jetzt dann her? Der geht da dran. Okay. Gelb gegenüber ist noch blau normalerweise, oder? Nee, doch, gelb gegenüber von gelb ist blau. Okay. Also witzig. Also, die eine gelbe Leitung, die hier abgeknipst wurde, das ist halt gelb, die zum gelben Kontakt läuft, das ist ja richtig. Und die andere gelbe Leitung läuft im Prinzip hier zum Pluspol, also blau, ne? Da hat dann Riva Rossi sich das wieder leicht gemacht und hat einfach zwei gelbe Kabel genommen anstelle eines gelben und eines blauen Kabels, ne? Ja, tolle Wurst, ey. So, das heißt, zum Einbau von einer LED müsste ich hier natürlich ein neues Kabel inklusive Widerstand einbauen. Ja. Den könnte ich eventuell oben hinlegen, den kleinen Widerstand, und gehe von da dann nach hinten weg. Das will ich gleich mal ausprobieren. Ich mal Lötkubo anschmeißen. Also ganz ohne Licht finde ich ja nur auch blöd, ne? Na gut, schauen wir mal. Also der Plan ist jetzt folgender, dieses Kabel hier zu entfernen, hoppala, das da, da werde ich dann Widerstand einlöten, den ich hier unten dann festlöten kann. Der Widerstand liegt dann hier oben auf der Platine und da kommt dann ein Kabel dran, gelb, was nach hinten läuft, ne? Und dann werde ich mir hier nochmal ein Kabel anlöten, blau, das läuft dann logischerweise als Pluspol nach da hinten. Das ist erstmal so die Idee, damit der Apparat auf jeden Fall schon mal wieder rückwärtiges Licht hat. Ja, und wenn das fertig ist, ist eigentlich hier in dem Bereich nicht viel zu tun. Da müsste dann halt ein Decoder aufgesteckt werden. Den kann man dann hier oben hinlegen. Im Tender selber ist ja hier das Metallgewicht sehr gut. Was heißt Metallgewicht? Dieser Kunststoffeinsatz, ne, der bietet ja sehr viel Platz. Ich weiß gar nicht, ach, das kann man sogar abnehmen hier. Ja, das ist ja super. Da kann man hier sogar den Deckel abnehmen. Hätte ich das vielleicht gar nicht auseinander... Ach doch, um ans Licht ranzukommen, muss es ja auseinandernehmen. Auf jeden Fall geht das Deckelchen runter. Na, da kann man dann nachher, wenn das alles wieder da oben drauf ist, da schön Decoder platzieren und kann das da reinlegen. Ne? Also das hat Riva Rossi schon mal ganz gut gemacht. Da kann man dann vernünftig dran arbeiten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, sehr gut. Dann lege ich erstmal die Teile, die ich ad hoc nicht brauche, beiseite. Und dann werde ich mich jetzt erstmal mit der rückwärtigen Lichtgeschichte beschäftigen.
Ich muss mal gucken, ob ich da eine 1206er reinmache, die dann nach hinten wegstrahlt in den Lichtleiter rein. Ne? Das denke ich mal, wäre gar keine schlechte Idee. Dann hat der Apparat dementsprechend auch Licht. Eventuell rotes Rücklicht, muss ich mal gucken. Weil wenn ich da jetzt einen Decoder einsetze mit einer 8-poligen Schnittstelle, der Decoder selber hat ja dann den AUX2 Lila als Kabel sowieso vorliegen. Ja, ob ich mir da noch irgendwas mit einer kleinen Platine bastle, dass ich da auch das Rücklicht rot habe. Das muss ich gleich mal gucken. Ja, also wie gesagt, da werde ich erstmal jetzt die Sachen vorbereiten. Die Lötstation fährt so langsam hoch. Das heißt, da kommt erstmal die Leitung jetzt da ab. Und dann geht das weiter. Okay. So, der Kabelschrott ist schon mal rost, das gelbe Ding hier. Jetzt brauche ich hier vorne nur das abmachen, was ja blau sein soll normalerweise. So, ich bin jetzt gerade dabei, hier den Widerstand auf der Platine festzumachen. So, da ist das Loch. So. Helfende Hand hält mir die Platine, ne? Jetzt gucke ich, wo das Loch ist. Kommt der Widerstand dran. Und auf der anderen Seite muss ich halt das Lot erwärmen, damit ich dann das Ding da reinstecken kann hier. So, der Widerstand ist jetzt auch da drauf. Hoppala, wo ist er denn? Da könnt ihr sehen, das blaue Kabel habe ich im Prinzip genauso angelötet, ne, da unten durchgesteckt und dann halt hier verlötet. Ne. Das ist meine Plusleitung für hinten, Widerstand für gelb hinten, sprich das weiße Licht hinten. Das ist jetzt schon mal alles da dran. So, jetzt kann ich den Platinenfred eigentlich wieder richtig dahinlegen. Jetzt noch kurz den Widerstand hier abknippen. So. So, mal gucken, wie das jetzt weitergeht hier. Das heißt, die Platine kann ich eigentlich wieder hinlegen, weil die ist soweit fertig. So. Motorkontakte sind da, das geht da runter. Kann ich die schon wieder aufschrauben? Ja, das sollte funktionieren. Okay. Dann geht man da durch. So, lass die schon mal weg. Das geht da rein. Das geht da rein. Ich mache halt meinen Kabelschiss da fest und dann gucken wir gleich. So, was habe ich gerade noch gemacht? Es waren ja hier noch diese Entstördrosseln waren ja da noch drauf. Ne? Wo sind sie da?
Ne, die lagen ja oben auf der Platine auf und liefen im Prinzip. Moment, ich sehe da gar nichts. Da waren sie. Ne, liefen einmal von da nach da und die andere lief von hier nach da. Die habe ich entnommen. Wenn man die entnimmt, Moment, ich fahre mal kurz ein bisschen zurück. Sekunde bitte. So, das heißt, wenn man die entnimmt, ist natürlich von der Schnittstelle kein Kontakt mehr zu den Motorkontakten. Ne? Aufgrund dessen habe ich jetzt hier unten auf der Platine einen kleinen Draht zwischengelötet, der im Prinzip diese Lücke überbrückt. Das ist jetzt im Endeffekt wieder ein Beinchen von einem Widerstand. Ne? Ich glaube, man kann das sehen. Habe ich da die Lücke überbrückt und hier drüben auch. Ne? Ja, das mit dem Rausnehmen der Stördrosseln, das ist halt auch so ein, ja, wie soll ich das sagen? Das macht jeder, macht das, wie er will, macht das anders. Ich habe da meine Erfahrung gemacht, dass das ganz gut ist, wenn man das Zeug rausnimmt. Andere Leute lassen das drinne, weil sie sagen, ja, da könnte eventuell der Decoder Schaden nehmen durch diese kleinen Funken, die da an den Motorkohlen entstehen. Ja, ich, wie gesagt, habe die Erfahrung gemacht, dass ich das Zeug lieber rausnehme, dass dadurch halt die Ansteuerung vom Decoder zum Motor besser funktioniert. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Denke mal, das ist wieder so eine Sache wie, naja, wie soll man denn sagen? BMW, Mercedes, ne? Der eine lobt halt Mercedes in den heiligen Himmel der Autokonstrukteure, der andere BMW oder wie auch immer. Ja, das muss man wahrscheinlich selber entscheiden, was man da macht, ob man das so oder so macht. Na, wenn dann super Elektronikfachmann unter euch ist und der das besser weiß, der kann ja mal Rückmeldung geben, was er davon hält. Na, in Stördrosseln reinmachen, rausmachen. Ja, wäre mal ganz interessant. Also ich habe halt, wie gesagt, schon oft gehört, raus mit dem ganzen Kram. Und deshalb mache ich das seit Jahren raus, habe da noch keine Nachteile aufgrund dessen erfahren. Alles funktioniert wunderbar. Gut. Das ist jetzt alles da dran. Was mich ein bisschen nervt, ist dieser kleine Widerstand, der wackelt hier so hin und her. Ich hoffe, der ist richtig fest da drinne. Schauen wir mal. Gut. So, Kabel blau, wie gesagt, Widerstand. Da kommt dann Kabel gelb dran, was jetzt dann nach hinten läuft. So, kleines Stückchen Schrumpfschlauch für die Leitung. Scheiße, was ist da los? Da sehe ich, da bin ich schon kurz.
das ist die Tender. Ich habe euch doch vorhin erzählt, ich bin auch ein Depp, dass das wahrscheinlich eine Schraubenfassung ist für eine Blechhalterung hiervon. Ne, Quatsch, das ist die Schraube, die das Tendergehäuse festhält, die da oben reingeht. Die greift da rein. Deshalb muss ich jetzt mit meinen Kabeln aufpassen, dass ich hier halt dran vorbeilaufe, dass sich da nichts einklemmt. Ne? So, das heißt, die Leitungen müssen irgendwie da vorbeilaufen. Sollten dabei aber ohne den Motor reinkommen. Ach, das ist ja auch klasse hier. Ja. Scheibenhonig, was ist das jetzt hier? Das ist ja spaßig. Das geht dann da noch so runter. Oh Gott. Toll. Ja, das wird ja wieder spannend, das sehe ich schon. Ey. Wo ist mein Schrumpfschleichlein? Ist das da dran gekleben? Ach du Scheiße. Tolle Aktion. Ja, das wird ja ein Spaß. Ah, Scheiße. Grünes Kabel. Nee, das brauche ich, ein grünes Kabel. Toll. Tolle Wurst, tolle Wurst. So, ich habe jetzt hier Licht eingebaut. Das ist Versuch 1. Ich habe jetzt 1206er SMD-LEDs genommen. Einmal die gelbe, sprich für weißes Licht. Dann habe ich hier nochmal eine rote dazwischen gebaut. Habe das ja nebeneinander gesetzt. Wollte das jetzt im Prinzip hier unten hinkleben. Aber ihr seht schon, das ist ein bisschen groß geworden, ein bisschen. Ja, viel Gedönse, ne? Das werde ich wieder rausschmeißen, und abgesehen, dass auch genug Platz ist, dass ich hier in dem Bereich eine 3528er Duo-LED hinsetzen kann. Das heißt, das werde ich wieder umbauen. Das hier wird nicht so gut funktionieren, gefällt mir auch nicht so gut von dem ganzen Krempel her. Das mache ich nochmal neu. Es gibt natürlich auch die 1206er in Duo-Ausführung, aber die haben so kleine Lötpads. Die kann ich nicht mehr löten, das kriege ich nicht hin. Ne? Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe da welche von. Was sind sie denn? Das sind die blöden Viecher. Ey. Na, das sind die hier. Das sind Duo-LEDs in 1206er Version. Ne? Das sind so kleine Mini-Lötpads. Und da muss man da auch nebeneinander drauf löten. Also das schaffe ich nicht mehr, ne? Deshalb, Duo-LEDs in der Größe sind für mich also nicht mehr einsetzbar, das geht nicht. Das wird mir alles zu klein und zu fuddelig, deshalb, ich werde es jetzt hier mit der 3528er mal abmachen. Ich denke mal, da sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Und es ist halt nicht so ein Verhau, wie das hier aussieht, ne? Das gefällt mir nicht. Bis gleich. So, ich habe jetzt die Kabel da dran gelötet an die 3528er. Ich mache gerade mal einen Test, damit ihr seht, dass das leuchtet. Na, dafür habe ich jetzt das Kabel blau da oben in die Schnittstelle reingesteckt. Hier gehe ich jetzt an gelb dran. Ich glaube, man sieht, dass das Ding leuchtet. Ne? Und das rote Licht
Das läuft ja nicht über die Schnittstelle, es läuft über das Kabel grün. Es leuchtet aber auch, seht ihr, glaube ich. Ne? Das heißt, das funktioniert schon mal hier. Das ist schon mal gut. Ja, das ist jetzt hier eine 3528, da mache ich einen Schrumpfschlauch drum, einen klaren, klebe ich die da drauf, dann ist das Ganze ein bisschen sauberer und ordentlicher. Das ist einmal rausgefahren. So, Schrumpfschlauch da drüber. Na, da habe ich ja hier diese klaren Schrumpfschläuche, die ich euch sehr empfehlen kann. Gibt es bei eBay. Müsst ihr einfach gucken. Schrumpfschlauch klar. Na, damit kann man sowas immer super hier einpacken und dann dahin kleben. Das ist eine geile Sache. Wunderbar. So, Schrumpfschläuche da drauf gemacht. So, Moment. So, ich habe das mit dem Licht jetzt fertig bekommen. Seht ihr, die 3528er ist hier in einem Schrumpfschlauch drin. Die habe ich jetzt hier mit dem Sekundenklebertröpfchen festgeklebt. Sieht also schon gleich eine Ecke sauberer und ordentlicher aus als die Geschichte vorher mit den 1206ern. Die Kabel habe ich hier nochmal langlaufen lassen an der Seite. Einen kleinen Schrumpfschlauch aufgeklebt, damit die Kabel hier nicht ins Getriebe rutschen können. Ebenso hier an der Wand, wo es nach oben geht, auch ein kleiner Schrumpfschlauch, damit die Leitungen, wie gesagt, hier nicht irgendwo in das Getriebe reinrutschen können. Die Kabel laufen hier hoch, seht ihr ja, gelb und blau. Die laufen dann hier direkt an die Punkte an der Schnittstelle dran. Den grünen, der ja auch über die Schnittstelle läuft, da muss ich jetzt noch mal kurz gucken, wo ich mir da noch mal einen Kontakt weghole, dass ich den grünen da dran anlöten kann. Ne? So, ich habe mir jetzt hier an die Unterseite der Platine, da wo der Pin vom Decoder ist für ein AUX1, das ist ja standardmäßig, ja, ist das eigentlich nicht belegt bei den Buchsen, sage ich mal, ne? Also bei den meisten, ich habe es zumindest noch bei keinem gehabt, wo dann hier die AUX1-Buchse belegt ist. Deshalb geht da auch keine Leiterbahn auf der Platine irgendwo hin. Ich habe da jetzt das grüne Kabel angelötet, sprich ein grünes Kabel, was ihr hier seht, angelötet. Das lege ich jetzt hier an der Seite vorbei und verbinde dann die beiden grünen Kabel natürlich mit einem Widerstand dazwischen. Ne? Ist klar, weil sonst funktioniert das ja nicht. Das heißt, funktioniert schon, aber nur einmal. Dann ist der ganze Rotz im Eimer. Ja, so, das heißt, das Kabel läuft dann hier irgendwo an der Seite raus oder eventuell noch da hinten raus. Muss ich gleich mal gucken. Ja, vielleicht lasse ich es hinten rauslaufen, weil hier am Rand könnte es ein bisschen schmal werden. Ja, mal gucken. Lass es mal da lang laufen, ist ja egal. So, das heißt, kann ich das Platinending wieder festmachen. Ja, das sind halt so Sachen, das fällt einem dann auf, wenn man arbeitet. Ne, hätte ich ja gleich ganz am Anfang, wo ich die Platine das erste Mal abgemacht hatte, schon mal ein Kabel anlöten können. Da habe ich da aber noch nicht dran gedacht. Also, na, ihr seht, man kann nicht immer an alles denken. Mal vergisst man halt irgendwelche Sachen. Dann muss man halt den Kram nochmal auseinanderbauen. Ist aber auch nicht so schlimm. So, hier gerade mal was schauen. Der Pin ein bisschen zu lang geworden, da unten der Lötpunkt. Das müsste eigentlich funktionieren, ne? Ja, das sitzt da ein bisschen auf. Muss ich nochmal abmachen.
So, die Platine sitzt jetzt wieder da drauf, wie ihr seht. Ne? Ich muss jetzt halt diese beiden Kabel einen Widerstand noch dazwischen machen. Den lege ich hier oben drauf. Und dann ist also auch das rote Licht an AUX2 angeschlossen. Ne? Gut, mache ich gerade mal fertig, zeige ich euch gleich. Und so, ich habe jetzt hier, wie gesagt, den Widerstand für das rote Licht in den Schrumpfschlauch nochmal gemacht. Den kann man da schön hinlegen. Habe mal kurz den Dummy-Plug da drauf gesetzt zum Funktionstest. Und das Ding fährt auf jeden Fall. Und wenn es rückwärts fährt, leuchtet auch entsprechend das weiße Licht, so wie das soll. Ne? Das ist schon mal in Ordnung. Das ist super. Prima. Weiße Licht kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das halt über diesen Dummy-Plug hier nicht geschaltet ist. Ne? Das rote Licht vielmehr. Das geht nicht. Weiß leuchtet. Das ist schon mal super. Ja, dann ist im Prinzip der Tender soweit fertig. Jetzt hoffe ich, dass das Gehäusefisch noch da oben drauf passt. Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Weil dran muss ich da unten eigentlich nicht mehr. Ne, das kann ich von oben abmachen. Denke ich mal, ne. Ja, das sollte soweit funktionieren. Ja, das passt da drauf, das Gerät. Das ist schon mal supi. Ja, da habe ich Ding, 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 Ding. Das überlege ich gerade, muss ich den Kabel blau nach vorne legen oder läuft das irgendwo hier über diesen komischen Kabelfried? Ja, müsste, ne, das muss da drüber laufen, ne? Gut, ich mache das mal ganz kurz da dran, das heißt da fest, damit das auch eine Schraube, mache ich mal den Onkel da drauf. So, das ist da auf jeden Fall schon mal fest. Mache ich nochmal ganz kurz den Test, wenn das Ding fährt. Ja, das Licht ist schon relativ schwach, aber man kann das erkennen. Ne? Da seht ihr das weiße Licht. Das dritte da oben, da leuchtet leider nichts. Ist halt nun mal so, kann man nicht ändern. Ey. Auf jeden Fall, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. Na, dass das wahrscheinlich so langsam ausgeht, ist diesem kleinen Kondensator da oben geschuldet, der da oben drauf ist, ne, auf der Platine. Ja, das funktioniert schon mal, das ist schon mal gut. Okay, denke mal, das ist dann soweit in Ordnung hier. Kann ich den Dummy-Plug wieder rausmachen. Jetzt will ich gerade mal was ausprobieren. Ja, Sekunde mal. Kriege ich das hin hier? Aha. Also Kabel blau wird also auch über diesen Schnittstellenstecker nach vorne geführt. Das ist schon mal gut, brauche ich also kein Kabel legen. Ne? Das läuft da durch. Jawohl, das ist auch schon mal klasse. Sehr gut. So, das heißt, Tender soweit fertig. Ich hoffe, dass ich da nicht mehr dran muss. Muss mal gucken. Ja, lasse ich auf jeden Fall erstmal so jetzt hier. Das Ding, das kann erstmal wieder, Sekunde. Ne, das muss da rein. Das gehört da rein. Diese Minute-Dinger hier. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich dann jetzt vorne an der Lok weiterarbeite. So. Das heißt, Tender, sage ich mal, ist fertig. Nächste wäre die Lok.
Mal gucken, was ich da machen kann, soll, muss. Wie das jetzt hier bei dem Apparat aussieht. Normalerweise bräuchte ich da einfach den Stecker dran machen und dann wäre fertig. Ne? Aber will mal gucken, dass ich da vorne eine LED reinkriege. Dazu mache ich mal das Ding auseinander. Ich denke mal, da ist hier eine Schraube zu lösen und da vorne. Schauen, dem so ist. Upsi. Also lang vorne, kurz hinten. In der Hoffnung, dass das jetzt abgeht hier. Hoffnung stirbt zum Schluss, wisst ihr ja, ne? Da geht schon mal nichts ab. Schiss im Büchsen, ey. Da knackt es und knirscht es im Gebälk, also geht doch was auf. Okay. So, Oberteil, Unterteil. Oberteil brauchen wir erstmal nicht. Unterteil. Mit einem Labergraben. Das ist halt wieder das ganze Kramszeug mit. Eieiei. So, Frage ist, wo ist da die Laterne? Komme ich da dran? Muss man wieder aufpassen, wie man den ganzen Kram anpackt, dass das nicht auseinander geht und in den Arsch geht hier. Ne? Sehe schon wieder irgendwelche komischen Leitungen, die da irgendwo hinlaufen. Oh meine Güte, ey. Das ist aber das, was ich hier liebe an diesem Viehzeug, ne? Kleine fuddelige Leitungen, die irgendwo dran laufen, abbrechen, kaputt gehen. Gut, okay. Ja, schauen wir mal. Also das Laternengerät, das muss irgendwo da unten. Da sehe ich schon eine Glühbirne. Ach, die liegt mich am Ärmel. Also hier unter diesem Schornstein-Ding, der hoffentlich irgendwie abgeht, sitzt eine Glühbirne. Da muss ich dran. Frage, wie geht der Schornsteinfred ab? Ja, super. Das ist die Schraube dafür. Moment mal. Ja, das ist wieder hier Chaos hoch 10. Also, ich will ja hier vorne da dicht einbauen. Da hat der Vorbesitzer, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Seht ihr da die beiden abgekniffenen Kabel? Wieder Leitungen abgekniffen. Ich denke mal, das sind die Leitungen, die vorne ans Licht dran gehen. Ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich da recht behalte, dass dem so ist, ja, sage ich lieber nicht, was ich von dem Menschen halte, der das gemacht habe. Das spare ich mir jetzt. So, um da dran zu kommen, muss man hier diesen ganzen Kram abmachen. Das Ganze wird hier von einer Schraube gehalten. Da sitzt hier so ein U-Blech drüber. Ja, da sitzt so da drüber. Das heißt, Schraube rausmachen, dieses Blech rausnehmen. Dann kann man das hier hochklappen. Natürlich höchst vorsichtig, dass einem von der Steuerung es kaputt geht. Und jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie an diese Glühbirne drankomme. Sprich, ach du Scheiße, ey. Wo ist es irgendwie so ein Schornsteinfred da, eventuell? Ne, den kann ich gar nicht. Das scheint gesteckt zu sein, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich da die Glühbirne da unten rauskriege, da eine LED reinbastle. Ach, die Lichter nur lose da drin, die Glühbirne. Toll. Ja, also die wird dann, wie gesagt, ich befürchte, es mal hier in diesen Leitungen dran gewesen sein. Und da müsste ich logischerweise jetzt dran, ja, um da Licht anzuschließen. Ne? Ich kriege ja eine Macke, ey. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss so sein. Obwohl, ne. Ich glaube, ich muss da doch ein Kabel legen.
Weil das hier sieht aus, als ob das die Leitung ist von der Stromabnahme hier. Toll. Kann auch nicht sein, ey. Moment. Alter, Schwachköpfe. Ich bin jetzt dabei herauszufinden, ob diese beiden abgeschnittenen Kabel, ob ich da irgendwie dran komme über meine Schnittstelle. Ne? Deshalb seht ihr jetzt hier die Deichsel im Prinzip mit dieser vierpoligen Schnittstelle. Da laufen ja die Leitungen hier weiter und jetzt bin ich halt am Prüfen, welche Leitung ist hier jetzt was. Ne? So, das heißt, die da ist das da und die andere Leiterbahn ist der da. So, und das Ganze hat auch zum Glück keinen Kontakt zu den Radschleifern oder irgendwas. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Leiterbahnen sind isoliert. Da kann ich dann hier eine LED dran machen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was Plus und Minus ist. Scheiße. Ja, was ist da Plus und was ist da Minus? Ey. So, gucken wir mal. Ja. Plus ist der Fred hier, ne? Sekunde. So, mein Plus-Hubo ist der da. Also sollte Plus der da sein. Das ist der eigentlich weiß. Sprich der da. Okay, also Plus ist der hier. So, jetzt muss ich gucken, dass das Ding hier auf dem Kopf, ne? Das heißt, der da ist Plus. Der ist Plus, also dieser ist der Pluspol hier. Das ist diese Leiterbahn. Also das heißt, der Kollege ist Plus. Das ist die Minusleitung, also das ist blau. Das ist weiß. Also es tut mir leid, ich muss das jetzt doch sagen.
Der Vorbesitzer oder wer das war, tut mir leid. Vollidiot. Ich muss es einfach sagen. Vollidiot. Warum kneift man das Zeug da ab? Also, ich hasse es ja, einen Kollege so zu bezitteln, aber das ist natürlich Vollidioten. Warum machen die die Kabel da ab? Schneiden die einfach durch? Was soll so ein Schwachsinn, ey? Tut mir leid, dass ich das sage. Ich will da keinen beleidigen, aber. Boah, da werde ich wahnsinnig. Also, wenn ich so eine Scheiße sehe, ne, warum machen die Leute die Kabel da kaputt? Was soll das, ey? Das sind. Boah, ich könnte im Strahl könnte ich kotzen, ey. Ich sag's euch. Absolut zum Strahl könnte ich kotzen. Also, so ein blödes Volk auf Erden, ey. Was soll das? Warum macht. Da werde ich wahnsinnig. Werde ich absolut wahnsinnig, ey. Das ist so ein Schwachsinn. Oh, das ist nicht wahr, ey. Das ist echt eine Farce. Also, das ist eine Katastrophe. Also, sowas dämlich Bescheuertes, das hast du noch nicht gesehen, ey. Was soll so ein Schwachsinn, ey? Absolute Katastrophe, ey. Das ist sowas Blödes, ne? Das gibt's doch nicht nochmal auf dieser Welt, ey. Ah! Pfostendämlicher Blöder, ey. Ja, ich mache das aber anders, das bin ich genauso dämlich. Ich mache da jetzt kein Gelb, ich mache da jetzt Rot und Schwarz dran. Damit ich da wieder ein bunte Kabel habe, die ich dann eh gleich wieder anmale. Das ist auch Quatsch. Also, ihr könnt mich jetzt auch anmotzen, ey. Du bist auch blöd. Machst da jetzt ein rotes und ein schwarzes Kabel dran. Ist ja genauso bescheuert. Alter Freunde, was eine Scheiße, ey. Also, wie gesagt, das macht man normalerweise auch nicht. Man macht da ja blau und weiß dran. Ich mache da jetzt anstelle von blau, mache ich da jetzt rot dran. Weil ich die Kabel ja ansonsten nur da anmalen würde. Hier unten drunter. Damit man da kein Weiß und kein Blau sieht, ne, was ja auch doof aussieht. Könnt ihr mich jetzt auch Mod anmeckern, ist also auch nicht viel besser. Das, was ich jetzt hier produziere, ist auch Blödsinn. Na gut. So, das ist jetzt das Ding, das Pluskabel. Muss ich da in den Widerstand irgendwie da reinbasteln. Ich gucke, wie ich das jetzt mache. Ja. Der Lichtleiter, der läuft da rein. Das heißt, da muss eine LED rein, die halt primär nach vorne wegstrahlt. Ich mache das ja jetzt mal mit einer 3 mm warmweiß. Die könnte ich da reinlegen, weil die hat ungefähr die Größe von diesem Glühbirnenfred. Ja, die könnte man da unten drunter stecken, da hinlegen, dann kann die da vorne reinleuchten und dann kann ich die dann auch mit dem Widerstand da dran machen. Ne? Das ist so jetzt die Idee. Ich hoffe, das funktioniert. Also die Lichter da unten drin, ungefähr da. Dann kommt da der kleine Widerstand dran. Ah, Leute, ey. Projekt war bis jetzt eigentlich super, aber jetzt muss man sich nochmal aufregen, ey. Wegen irgendwelchen Vollpfosten, die irgendwie. Alles ist egal, ich verstehe es nicht, ey. Hätte ich mir das Kabel aussparen können. Ah, scheiße, alles, ey. Ist egal. Die LED auch direkt da dran löten können. Ja, ist egal, ich mache jetzt das Kabel dran, Arschlecken, ey. Oh, was ein Scheiß, ey. So. Da muss ein Widerstand rein. Wäre ja zu schön, wenn es mal ohne Aufregen gehen würde. Ah. So ein Scheiß.
Mann, ey. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit der Dusseligkeit hier nicht das Ding falsch rum da dran baue. Dann kriege ich ja gleich noch einen Pips, ey. Bin ich denn jetzt vollblind? Alter, ich sehe das jetzt nicht mehr. Ich kriege ja hier einen Knall. Ne? So. Also. Dem Minusonkel kommt jetzt hier der Widerstand dran. Das sagen wir, warum müssen die einen immer ärgern, ey. Na so, auf der Zielgeraden kriegst du nochmal richtig einen reingebraten. Sich wahrscheinlich einer gedacht, wenn das Ding einer kauft hier, dem drücke ich mal so richtig einen rein. Der soll ja auch keinen Spaß daran haben, der kann sich schön ärgern. Keine Ahnung, was der Mensch sich da gedacht hat, der sowas hier macht. Katastrophenalarm, ey. Mit einem Scheißdreck, ey. So. So, ich habe mir jetzt hier eine 3 mm Warmweiß fertig gemacht. Ne? Das ist die Minusleitung. Da ist ein Widerstand drin, in Kilo Ohm, den ich dann direkt hier an das Kabel anlöte. Und dann habe ich hier nochmal die rote Plusleitung und löte ich dann hier an das Plusding an. Nachteil von dieser Geschichte, wie ich das mache, weil die Lampe liegt jetzt hier unten drunter, man kann dann hier keinen Rauchgenerator mehr einsetzen. Brauche ich aber nicht, weil ich auf das Gestinke keinen Bock habe. Ich brauche das nicht, ne? Deshalb lege ich das jetzt da durch. Ansonsten muss man sich das anders überlegen, dass man die Kabel anderweitig irgendwo lang legt. Ob das dafür gedacht ist, weiß ich nicht. Hier an dem Schlot, der hat, ich zeige es euch mal kurz, da seht ihr das Loch. Das jetzt dafür gedacht ist, dass man die Leitung von der Laterne da durchlegt, oder ob das sogar gedacht ist, dass man da, dass da die Glühbirne drin gesteckt hat von der anderen Seite natürlich, das kann ich euch nicht sagen. Der Lichtleiter auf jeden Fall, wenn der, der liegt hier in diesem Kanal, der Lichtleiter, der läuft bis dahin ungefähr. Also wenn da die Glühbirne sitzen würde, macht das keinen Sinn, das Licht, dass das da richtig reinstrahlt, keine Ahnung. Also die Glühbirne, hattet ihr ja gesehen, die lag da hier unten drunter. Hier ist ja extra so ein schwarzes Klebeband, denke ich mal, damit es nicht nach unten durchstrahlt. Ich denke mal schon, dass dieses Lampengerät hier hin muss. Dementsprechend lege ich jetzt die LED dahin. Könnte natürlich jetzt die Kabel hier dran vorbeilegen, durch das Löchlein durch und dann da hinten anschließen. Dann wäre halt die Möglichkeit für den Rauchgenerator noch gegeben. Aber wie gesagt, den brauche ich sowieso nicht. Das ist ein Stinkekram, da verzichte ich drauf. Daher lege ich das jetzt da unten rein und dann ist das fertig. Oder mache ich es doch da drüben rein. Ich muss mir gerade was überlegen. So, ich habe jetzt die LED hier unten reingelegt. Na, entsprechend hier die Minus- und die Plusleitung angelötet an diese beiden Kabel, die da oben rausgekommen sind. Ne? Kabel an der LED hatte ich natürlich mit Schrumpfschlauch versehen, damit die nicht Kontakt haben mit dem Blech, was da unten läuft, für den Rauchgenerator. Ne? Wie gesagt, wenn da jemand plant, einen Rauchgenerator einzubauen, dann könnte das natürlich so nicht machen. Ne? Dann kann man hier vorne eventuell eine 3528er einbauen, das hatte ich eben auch noch mal kurz überlegt, und legt dann die Leitung hier am Schlot vorbei, durch die beiden Öffnungen durch und geht dann an die Kabel dran. Dann hat man die Möglichkeit, auch noch mal hier einen Rauch
Ersatz einzubauen, wenn man das will. Aber wie gesagt, ich mag das nicht. Ich werde da keinen Rauchsatz einbauen. Deshalb habe ich jetzt diese Möglichkeit oder diesen Weg gewählt. Na, wie gesagt, wenn Rauchseinsatz reinmachen will, eine andere LED nehmen, Kabel hier durchlaufen lassen, da drüben anschließen, dann passt auch noch der Raucheinsatz da rein. Ne? Ich denke mal, das kann ja jeder machen, wie er lustig ist. So, jetzt muss man den ganzen Klumpumpel hier wieder zusammenbauen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Das ist immer das Beste daran. Oh Mann. So, Räder ein bisschen bewegt hier, dann hat man hier ein bisschen mehr Platz hier vorne. So, das muss ich gucken, dass ich das Ganze runterkriege, ohne dass irgendwas Schaden nimmt. Ne? Das liebe ich ja. Das mache ich halt nicht gerne bei Dampfloks hier mit diesem Steuerungskram da rumzukrokeln. Aber das ist halt immer potenziell gefährlich, dass irgendwas abkracht. So. Ja, ich mache da kurz mal das Licht aus hier, dann kann ich das in Ruhe zusammenbauen. So, ich habe das Ding jetzt wieder zusammengebracht. Ich habe das lieber nicht gefilmt. Ne? Das war mal ein persönliches Waterloo, sage ich mal, das wieder zusammenzubauen. Weil dann hier auf dieser Seite, also ne, im Prinzip hier, diverse Schiebestangen und was weiß ich was, die müssen halt hier vorne in diesen Kunststoff da richtig rein, damit das dann alles ja wieder zusammengesetzt werden kann. Das ist da rausgesprungen, dann ist es da rausgesprungen. Ich wäre fast aus der Hose gehüpft. Ne? Naja, jetzt ist das Ding auf jeden Fall wieder zusammen. Ne? Dann muss man hier, wie das sagt, diese Blechklammer dran setzen und das Ganze hier festschrauben. Ne? Also, das ist was für ja, gute Nerven, sage ich mal. Ne? Also, ja, war wieder sehr spaßig, das zu machen, sage ich euch. Also, Katastrophe hoch 10. Egal, funktioniert. Ich hoffe, das ist jetzt soweit fertig, dass das Lampengerät da vorne funktioniert. Ja, dann wird das Ding zusammengebaut und dann. Ja, war's das. Bis gleich. So, die Lok ist jetzt wieder fertig zusammengespaut. Personal ist da drinnen, ein Heizer und ein Lokführer. Was ich ganz vergessen hatte zu sagen, Form auseinandernehmen oder abnehmen von dem Oberteil. Muss mal gucken. Hier ist, ja, sag mal, die Schiebestange für den Fahrtrichtungsumschalter oder wie auch immer. Ne, das muss man gucken, wenn man das auseinander nimmt, dass man das vorher rausklipst. Ne? Ist natürlich klar, wer hat es vergessen? Ne? Ne, ich habe es natürlich nicht rausgemacht, habe es dann beim Zusammenbauen gemerkt, dass da so ein Ding ist, aber naja, gut. Ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Also, wie gesagt, hier aufpassen, ne? Diesen Schiebefräter, das kann man da ausklipsen. Ja, gut, das Ding ist soweit, wie gesagt, fertig. Zusammengebaut habe ich es noch nicht, mache ich aber auch gleich, sprich den Tender da hinten dran setzen wieder. Einziges Problem, was ich habe, ich habe keinen ESO-Decoder mit 8-poliger Schnittstelle. Hey. Das heißt, wenn ich mal gucken, ob hier noch so ein komisches Viech rumfliegen, ich glaube, das ist ein alter Lenz. Ob ich den mal testweise da reinbaue, dass der Apparat da mal fährt, ne? Problem ist hier, glaube ich, warte mal, muss ich gerade mal gucken. Ach nee, Quatsch, das ist kein Lenz, das ist so ein Tricksviech ist das, glaube ich, kann das sein, weil die Kabelfarben irgendwie so merkwürdig sind. Lila. Ach, keine Ahnung, was das für ein Decoder ist. Eventuell mache ich den mal rein. Ansonsten habe ich hier noch so ein komisches Ding rumliegen, damit ich den Apparat mal auf die Strecke setzen kann. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Ja, ich habe jetzt hier mal einen Decoder reingesteckt, den ich noch übrig hatte. Das ist ein alter Lenz-Decoder. Ja, damit fährt der Apparat. Licht funktioniert auch so einigermaßen. Das heißt, vorne geht das Licht hin, das weiße Licht geht. Mit F1 kann ich das rote Rücklicht schalten. Isolobi muss ich mir erst noch bestellen, habe ich keinen mehr da. Habe nur noch welche mit 6-poliger Schnittstelle, aber auf jeden Fall keinen mit einer 8-poligen Schnittstelle. Ja, deshalb lasse ich den erstmal kurz da drin. Setze mal wieder das Deckelchen da oben drauf. Das ist ja dann nachher einfach abzuziehen. Wenn dann der ESO-Decoder da ist, kann ich das ja dann austauschen. Ansonsten könnte ich euch das Modell heute nicht mehr auf der Anlage zeigen, aber wie ich euch kenne, wollte das Ding natürlich auch mal eine Runde fahren sehen. Ne? Ehrlich gesagt, ich möchte es ja auch sehen. Daher jetzt erstmal kurz dieser Lenz-Decoder da drin.
und dann gehe ich kurz auf die Anlage rüber. So, die 18 ist jetzt hier auf der Anlage angekommen. Seht schon so ein paar Runden. Hinten angehangen habe ich mal den Lilliput Orient Express. Ich denke mal, das könnte ganz gut passen. Ja, Apparat fährt soweit gut, kann ich nicht meckern, gefällt mir. Was nicht so gut funktioniert, ist das mit dem vorderen Licht. Da sieht man leider nicht allzu viel, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Denn das mit dem roten Rücklicht, das funktioniert auf jeden Fall schon mal super. Das ist eine gute Sache, zeige ich euch gleich auch nochmal. Kleine Oberinspektorin, der Mine ist auch da, guckt sich das an in aller Ruhe. Ja du, alles gut. Ja, fahren tut das Modell klasse, schön leise, sehr angenehm. Das passt. Da schläft auch noch jemand da unten. Na du, wo willst du denn hin, Mäuschen? Grundlich die Pippa, da kannst du nicht hin. Na, nicht jetzt. Alles gut, Mienchen. Ey. Ja, da ist die 18 wieder angekommen. Ich zeige euch das nochmal mit dem Licht. Also wenn man da so drauf guckt, seht ihr unter dem Windleitblech, dass da Licht durchschimmert. Aber vorne im Lichtleiter kommt nicht allzu viel an. Ein bisschen schade. Ja, muss ich gucken, ob ich da nochmal rangehe, weil da muss ich ja den ganzen Blödkasten da wieder auseinandernehmen. Naja. So, hier nochmal ganz kurz das Licht hinten. Also da seht ihr, das Weiße funktioniert da, ne? Das ist ganz in Ordnung. Und das Rote, das kann man auch erkennen, das funktioniert auch gut. Ich habe mal das Deckenlicht ausgemacht.
Also da kann man so ein bisschen was erkennen vorne von dem Licht. Sekunde mal. Ist ausgeschaltet, jetzt geht's an. Ja, so ganz minimal kann man das erkennen, ist nicht besonders dolle. Na gut, ist halt nun mal so, ne? Auf jeden Fall funktioniert es, aber halt nicht so dolle wie das. So schön wie es eigentlich sein könnte, ne? Gut. Naja, auf jeden Fall gefällt mir das Modell sehr, sehr gut. Ne? Das ist super detailliert, das Modell. Das muss natürlich aufpassen, wenn man es auseinandernimmt, dass man nichts kaputt bricht, keine Frage. Ja, aber ansonsten ein wunderbares Gerät. Laufeigenschaften ist auch klasse. Ich habe ja schon so eine ältere Lilliput 18 mit dem Bühlermotor da hinten drin und mit einem Zahnradgetriebe. Das Ding macht einen Höllenlärm. Dagegen ist das Gerät ja super, super leise. Ne? Ja, tolle Maschine. Gefällt mir sehr gut. Kann ich also empfehlen. Schönes Teil. Irgendwann kommt da nochmal ein Lokpilot rein. Dann ist das Ding fertig. Ja gut, in diesem Sinne danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss. Ja, nochmal ein ganz kleiner Nachsatz in Bezug auf die Beleuchtung von diesem Modell. Ich hatte also relativ heftig geschimpft, dass der Vorbesitzer halt hier das ja, kaputt gemacht hat, die Gabel kaputt geschnitten hat, ne, von der Beleuchtung. Naja, vielleicht war es auch der Grund, dass halt bei diesem Modell die jeweils obere Laterne hier nicht mit beleuchtet ist. Also da ist zumindest ist da kein Licht drin, da geht der Lichtleiter auch nicht rein. Das sieht jetzt zwar so aus bei der Kameraposition, dass da Licht drin ist, aber da oben ist kein Lichtleiter. Das Ding wird nicht angesteuert. Das gleiche ist auch hinten beim Tender der Fall. Vielleicht ist das der die Erklärung dafür, dass halt der Vorbesitzer gesagt hat, nee, wenn da nur die unteren Laternen leuchten und die obere dritte nicht, dann will ich da gar kein Licht drin haben und hat dementsprechend die Kabel da abgekniffen. Das wäre das Einzige, was mir dazu einfällt, warum man sowas machen sollte. Das heißt, sollte man nicht, warum derjenige das so gemacht hat. Ja, da gibt es ja definitiv andere Lösungen, was man da machen kann, aber na egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mir gerade noch so eingefallen als eventuell Ursache oder Grund, warum der das Licht da drin ja, zerstört hat, sage ich mal. Gut, das wär's dann.